Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Rastplatzangriff auf insgesamt drei Babelsberger Fanbusse unweit von der Stadt Greifswald. Der SVB gastierte am 9. Oktober 2022 beim Greifswalder FC in der Regionalliga Nordost. Das Spiel konnten die 03er mit 2:0 für sich entscheiden. Auf dem Rückweg kommt es dann zum benannten Vorfall. Zitat Verein Babelsberg 03: Auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel am gestiegenen Nachmittag in Greifswald wurden auf einer Raststätte drei Fanbusse unseres Vereins überfallen. Die vermummten Täter bewarfen Fans und Reisebusse mit Steinen und Flaschen und schlugen auf unsere 03er ein. Einige erlitten dabei Verletzungen. Alle drei Reisebusse wurden schwer beschädigt. Der SV Babelsberg 03 verurteilt diesen hinterhältigen und feigen Angriff und hofft, dass die Täter schnellstmöglich ermittelt werden können. Wir wünschen allen Betroffenen schnelle und gute Genesung. Als Verein bieten wir dabei unsere Unterstützung an. Unklar ist bis dato, aus welchem Fanlager die rund 60 Angreifer stammen. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass die Fanszene des FC Hansa Rostock bei diesem Vorfall ihre Finger im Spiel hatte. Bereits drei Tage vorher versuchten rund 40 Ultras des FCH-Anhänger von Union Berlin beim Einstieg in die Fähre nach Dänemark zu überwältigen. Die Berliner spielten am Donnerstag in Malmö, weshalb ein Großteil per Fähre über Dänemark nach Schweden reiste. Auch hier seien vereinzelte Unioner zur Herausgabe ihrer Fanmaterialien gebeten worden. So heißt es auch in Kreisen der 03-Fans, dass höchstwahrscheinlich Hansa-Fans die Babelsberger gezielt am Gästeparkplatz ausgespäht hatten, um anschließend die Buskolonne zu verfolgen und schlussendlich anzugreifen. Ob bei dem Vorfall für die Szene wichtiges Material verloren ging, ist bis jetzt unklar. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.